Jo, liebe Leute, weiter geht's mit Überraschung, Überraschung, Copa España. Weiter geht's mit dem Achtelfinale gegen Deportivo Alaves. Oder bei Depor. Hätten wir auch theoretisch nehmen können. Wäre auch mal eine bestimmte Herausforderung gewesen. Champions League und so, ne? Das Jahr, wo so die Bayern rausgehauen wurde, mal geil von denen weggekauft wurde. Na gut. Aduares wechselt zu West Brom für 2 Jahre. Wird natürlich erstmal ausgeliehen. Wir übernehmen das komplett egal. Und jetzt geht's weiter. Und jetzt darf auch mal unser Ersatzkeeper ran, tatsächlich. So, weiter geht's mit Zaraga immer noch. Also, wie gesagt, dass die den immer noch. Ich kann ihn versuchen zu. Warte mal, nicht. So, ich versuche mal 10 Millionen. So. Gut. Pressekonferenz brauche ich nicht, weil da geht's im Pokal. So, jetzt kann auch mal mein Ersatzspieler ein bisschen spielen. So, natürlich wollen wir in die nächste Runde. Deswegen werde ich jetzt auch ein bisschen rotieren. Und ich hoffe, dass ich mir nicht da irgendwas kaputt mache, dass ich dann tatsächlich doch rausfliege. So, aber natürlich kann ja rechts, links und rechts spielen. Das darf er jetzt natürlich auch mal. Garcia für Williams. Das sind natürlich jetzt erstmal die, die vorbezugsweise jetzt mal nicht zu 100% fit sind natürlich jetzt erstmal raus. Deswegen werden wir jetzt ein bisschen mal durchrotieren. Auf geht's ins Achtelfinale. Wir wollen natürlich weiter ins Viertelfinale. Und wir sind gewarnt, der Gegner ist nicht ganz ohne. Uns ein Kracher ins Haus. Es ist einfach ein Spiel, auf das sich alle Beteiligten schon seit Tagen freuen. Gleich kann es hier losgehen. Im Estadio Mendizorroza. Bleiben Sie dran. Regenwetter im Estadio Mendizorroza. Das sind die Rahmenbedingungen dieser heutigen Partie, zu der wir Sie ganz herzlich begrüßen dürfen. Schön, dass Sie mit dabei sind. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde Sie zusammen mit Frank Buschmann durch dieses Spiel begleiten. Und wir zeigen Ihnen heute das Achtelfinale in diesem Wettbewerb. Deportivo Alaves gegen Athletic Bilbao. Sehr interessantes Spiel hier, Wolf, aber wir müssen schon sagen, es ist ein Spiel mit einem deutlichen Favoriten. Die Gäste müssten das hier eigentlich machen, müssten das weiterkommen und danach auf Fach bringen. Ist er nicht entschieden? Okay, aber die Favoritenrolle haben. Ja, wie gesagt, jetzt werden wir heute mal ein bisschen was durchgewechselt. So in dieses Spiel. Wir sehen bei Ihnen heute ein 4-5-1. Aber offensiv ausgerichtet. Ist das der Via Libre, den wir ausgeliehen haben? Unser Stürmer? Fragezeichen. Wir haben jetzt gerade nicht auf dem Schirm, aber es kann sein, ja. Athletic Bilbao in diese Partie. Sie wählen heute das 4-4-2 mit Raute im Mittelfeld. Das heißt, genau da im Mittelfeld wollen sie viele Akzente setzen, wollen viele schnelle Vorstöße einleiten und hoffen, die Abwehr in Probleme zu bringen. Wie gesagt, natürlich jetzt ein bisschen rotiert. Diesmal darf unser Ersatzkeeper Aguirre Seva von Beginn an ran. So, ich habe schon letzte Pokalrunde gemacht, einfach mal ein bisschen geschont, ein bisschen rotiert. Wie man so eine frühe Pokalrunde mal gerne macht. Aber wenn es natürlich dann Richtung Viertelfinale, Halbfinale, etc. gehen sollte, dann natürlich wird die Startelf spielen. Zaraga, da sehen Sie ja dran sind alle. Wenn ich ja nur für 10 Millionen weggehen würde. Aber heute darf er mal von Beginn an. Der hat eine Weile nicht gespielt, darf jetzt mal von Beginn an und ich will ihn halt ungern abgeben. Jetzt könnte es gefährlich werden. Ah, schade. Aber Barrenetscher. Mal mit der guten Chance und dann ist es Raul Garcia.
Der Rentner mit dem 0:1. Ja, wie gesagt, Rentner, weil er ja nach der Saison aufhört. Ist ja auch schon 35 Jahre alt. Wir blicken auf die Wiederholung. Und heute ist einfach von McGinnern dran und knipst auch direkt wieder. Mit dem Kopf ist er zur Stelle, setzt sich durch. Guten Tag, meine Herren. Und dann ist es das 0:1. Ich bin ganz alleine. Da steht keiner Fall bei ihm. Jo, und der Keeper hat natürlich noch keine Chance. Raúl García. Natürlich sein erstes Pokaltor, weil er auch zum ersten Mal spielt. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Villa Libre. Viel vorwärts dran jetzt. Núñez, gut gelöst. Die Gefahr erstmal bereinigt. Und dann ab die Boss. Immanuel. Der ja gerade erst von der Laie zurück ist, der ja geholt wurde, um halt die Lücke da zu schließen auf dieser Linksverteidigerposition. Und dann ist es Sanchez. 0:2. Zehnte. Zwei Tore sind sie vorne. Noch nicht mal zweistellig und man führt schon 2:0. Man will es natürlich im Eilverfahren in die nächste Runde einziehen. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Ding. Ja, und da gibt es dann auch nichts. Immanuel, Baradetier. Ja, Quatsch. Sanchez, 0:2. Ja, nicht zu halten für den Keeper, definitiv nicht. Der knallt das Ding mal kurz im Knick. Entspannte Minen auch am Spielfeldrand, die deutliche Führung. Er weiß, das müsste es in dieser Partie eigentlich sein. Hier steht es 2:0, sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Ah, nichts zu halten jetzt. Raúl García. Gorosabel. Der sich mir erst wieder ein bisschen verletzt hat. Da kommt die Hereingabe. Und dann die Flanke. Und dann ist es fast Mochilo, der da mal ganz alleine steht. Wieder Javier Mochilo, Mochi genannt. Sehr gutes Tackling. Ja, zu einfach das Ding. Villa Libre. Villa Libre, ja. Ich glaube, das ist unser, also den wir ausgeliehen haben. Wenn der natürlich trifft heute oder also noch rausschießen will. Jetzt der Schuss. Das ist die und Aguirre, Zabala, der das Ding mal kurz hohe aus dem Netz holt. Also, das war kein guter Kopfball. Klar, aber da müssen wir auch mal die Abwehr loben, Buschi. Ball vorbei. Richtig gut, sind dicht an ihm dran. Und jetzt? Die konnte er kaum besser machen. Zu Belia. Und ja, Blanco passt da gut auf. Villa Libre. Klasse Vorstoß, da müssen sie aufpassen. Der ganz noch raus wegläuft zu Belia, bleibt dran bei ihm. Und dann so ein Ball. Und dann so ein Bällchen. Athletic Bilbao hat in diesem Spiel bislang wirklich eine überzeugende Ball. Raúl. García. García. Vorbei am Keeper, aber vorbei am Tor. Nicht das 0:3. In der 29. Sanchez. Ja, der ist ein bisschen zu verspielt. Aber dann immer neu. Gut aufgepasst da. García. Bleibt dran. Aber Ball weg. Guridi. Luis Rioja. Das könnte was werden. Klasse, wie er da hingeht. Gibt Einwurf. Gorosabel. Kommt. Schlussphase der ersten Hälfte in dieser Partie. Ach, warum schießt du denn da? Klar führen. Und der passt. Na, das war ein Spiel. Mochi. Sonst wäre der weg gewesen. Sonst wäre der richtig weg gewesen. Sonst wäre es richtig gefährlich geworden, eventuell. Sanchez. Guter Ball da vorne auf. Guru Zitter. 0-3. Und damit wird es wahrscheinlich das Viertelfinale sein. Für Athletic Bilbao. Das Tor nochmal in der Wiederholung. Erst der gefährliche Steilpass. Und dann dieses Tor, den Ball einfach reingehämmert. Und da gibt es nichts mehr zu halten.
er kann wirklich hochzufrieden sein, hat seine Mannschaft richtig gut eingestellt. Der Gegner kann ihnen einfach nicht viel entgegensetzen heute. Sie überzeugen auf ganzer Linie. Ja, das wird zu einfach werden. Mit die nächsten Pokalrunde. Also, ich meine, das ist Fußball, kann immer noch viel passieren. Es ist auch schon ein Spiel. Ich habe auch schon wieder gesehen, wo 0-3 aufgeholt wurde. Und dann ist es. Klasse gemacht. Die nächste große Chance zum Tor. Aber wie gesagt, so wie wir momentan auftreten, mache ich mir da gar keine Sorgen. Handspiel. Freistoß, aber zeigt ja auch der Karte. Ja, zu viel. Karte zu zeigen, da in der Situation. Raul Garcia, Fragezeichen. Macht er, knallt er mal kurz das Ding hier in den Knick. So, vor meiner Mauer erstmal. Nicht gut genug, der Freistoß. Leider nicht. So wird das nix. Barrenacea! Boah, der kam gut. Da hätten wir hier auch den Treffer haben können, aber nix. Sanchez, weiter Ecke. Er ist unten. Niemand? Mochi! Ball bleibt hängen, Angriff erstmal zu Ende. Also wie gesagt, hier ist eigentlich alles im Griff, im Lot. Wir führen 3-0, wir sind nach Haus hoch überlegen. Der Gegner hat, glaube ich, noch nichts aufs Tor geschossen. Von daher sieht's gut aus. Aber wie gesagt, ich habe schon Spiele gesehen, die genau so gelaufen sind und in der zweiten Halbzeit sowas von gekippt sind. Ich will es nicht beschreiben. Aber es könnte. Es ist 4 gegen Atletico. Das ist natürlich in dem frühen Stadium im Achtelfinale auch schon eine Brecherpartie. Vielleicht fliegt Barca raus. Das wäre natürlich genial. Dann hätten wir da schon mal einen großen Linksfeld. Aber die führen halt auch. Ja. Oh. Und die Manuel gibt die Ecke, verhindert die Flanke und Ecke Alaves. So, Ecke kommt. Oh, misslungene Befreiung hier. Da ist der Schuss. Die geführt allererste Torannäherung. Ich nenne es die Torchance, ich nenne es die Torannäherung. Ja, es hat eine Menge Spekulationen gegeben, ob dieser Transfer überhaupt. Oh, jetzt haben sie die Chance. Jo. Raul Garcia 0-3, ja 0-4 sogar. Was für ein schönes Tor. Den knallt er auch mal ganz kurz humorlos über den Hinpfosten ins Netz. Ja, der wird, wie gesagt, von seiner Karriere. Aber das war auch ein schönes Ding hier. Guruceta, langer Ball vorne rein. Nichts zu halten für den Keeper. Der kann sich Raul Garcia sogar noch die Ecke aussuchen. Er hätte noch. Guck mal nach rechts, der nimmt den kürzeren Weg, den Link nach über links, Infosten rein ins Glück, 0-4. Und damit lege ich mich eigentlich mehr oder weniger jetzt schon fest. Das war's. Wir sind in der nächsten Pokalrunde. Müssen das Ding jetzt mehr oder weniger noch ein bisschen runterspielen, vielleicht das eine oder andere Tor machen. Und dann schauen wir mal. Letzte Runde in USA, da war ja 6-0 geworden. Das könnte heute auch so wenig passieren. Und das ist der Ballverlust. Aber mal schauen. Bald geht es in der La Liga Santander weiter für Athletic Bilbao. Dann geht es auswärts gegen Real Sociedad. Ah, San Sebastian, ja. Und die nächste dickste Chance für Alaves. In Pfostentor. Ja, Derby und so. Nee, Real Sociedad San Sebastian. Aber jetzt bekommen Sie erstmal die Chance. Da muss sich der Keeper nicht mal bewegen. Sanchez. Guter Ball. Oh, da geht er vorbei. Der wäre gut gekommen. Handspiel. Handspiel, liebe Leute. So, jetzt werden wir natürlich ein bisschen durchziehen, durchwechseln. Und Petit soll seine nächste Chance kriegen. Deswegen der Wechsel.
Und ja, es ist eine klar. Ja. Was? Drei? Drei Optionen? Gibt es nur drei Wechsel im Pokal? Gibt es nicht fünf? Dieser macht dann. Janis Petit, 0-5, der 18-Jährige, nachdem er bei der letzten Pokalrunde seine Fehler verschossen hat, trifft er, nee, gegen Valencia, nee, Quatsch, letzte Pokalrunde hat er verschossen, ja, und diesmal trifft er dann. 18-Jähriges Talent, aus Frankreich gescoutet, zentral offensiver Mittelfeldspieler, jetzt knallt er das Ding mal ins Loch. Das müsste es doch eigentlich jetzt sein. Wieder ein Treffer. 5-0. Das spricht eine deutliche. Also, Aufgabe. Bravour gelöst. Raul Garcia. Petit. Sie liegen vorne und spielen sich weitere Chancen heraus. Wie gesagt, das sechste ist das Ziel. In der letzten Pokalrunde haben wir es in der 394. erst geschafft. Mal gucken, was wir, ob, wann, vor allem, gut, ob, ist die andere Frage, ob und wann, ja. Dieser Pass findet sein Ziel. Nunez. Jetzt können Sie den Konter ansetzen. Spielt ihn etwas sicherer am Ball nach links, dann ist er gefährlicher. Natürlich nicht machen. Er läuft. Abseits. So, die letzten fünf. Garcia! Und jetzt die Garcia! Und Civera verhindert. Tor Nummer 6 am heutigen Abend. Ocedo mit der anschließenden Ecke. Abwehrversuch scheitert. Szene geht weiter. Flanke abgeblockt. Erstmal abgeblockt. Jo. Ist es Guruseta? 0-6, da ist er dann doch. Gewonnen haben sie hier eh schon lange. Jetzt der nächste. Und nachdem so Liga-Rivale Osasuna in Runde letzten 32 mit 6-0 rausgeschossen haben, führen sie jetzt in Alaves ebenfalls mit 6-0. Zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft hier heute zeigt. Deutliche Führung, genau so hat er sich das gekauft. So viel können wir zu diesem Zeitpunkt wohl festhalten. Die Partie ist so gut wie gelaufen. Aber die Partie ist mehr als viel. Mehr oder weniger komplett gelaufen. Ich weiß nicht, was das war. War jetzt her. Das ist natürlich eindeutig heute. Lass uns doch schon. Aber mit dem Ballverlust. Der nächste Gegner von Athletic Bilbao heißt Real Sociedad. Und da müssen sie so spielen wie heute. Dann haben sie alle Chancen. Jetzt wechseln sie hier aus. So. Jetzt kommt der Gegner wechselt noch mal. Auf der Torlinie. Und dann doch noch. Salva Sevilla mit dem 1-6. Tatsächlich der erste Gegner noch im Pokal. Absolutes Traumtor. Kommt der Treffer nochmal. Ich habe auch nicht gedacht, dass wir jetzt noch einen Elfmeter, dass wir jetzt noch ein Gegentor kassieren. Setzt sich jetzt gegen zwei durch. Aber hier wird der Mut tatsächlich belohnt. 6-1. Das war keine Absicht, das war falsche Taste. Richtige Abreibung. Gibt Einwurf. Salva. Rioja. Und Argile, der kann auch nicht zu null. Unser Keeper. Ich glaube, in der Liga gab es mal ein 4-2. Ja, ganz sicher ist er nicht, ne? Das ist es halt einfach. Wohl am Tor konnte er nichts machen, das irgendwie habe ich jetzt ein bisschen ein Gefühl. Ich habe den schon drin gesehen, Muschi. Ja, aber nicht mit dem Verteidiger. Er kommt da tatsächlich noch vor der. Und dann ist Ende im Gelände. 1-6 der Endstand. Haben sie 0-6? Ja, zu 0 hätte ich lieber gewonnen. Wie sie in
dieser Runde aufgetreten sind, wollten den Sieg und haben ihn sich geholt. In der Form, die er heute gezeigt hat, ist er natürlich unverzichtbar für die Mannschaft. Ja, Raúl García mit seinem Torin. Hat mich total überzeugt, und das nicht nur wegen der beiden Treffer. So, wir stehen in der nächsten Pokalrunde. Das war der Gedanke dahinter. Ja, man muss es sehen. Man muss gucken. Also am Anfang haben sie gar nichts auf die Reihe bekommen. Und dann 2-0 gemacht. Barcelona gewinnt bei Real Betis 2-0. Ja. So, nächstes Spiel ist dann Atletico Madrid will. Nein. Das ist für 30 Millionen nicht. So, gucken wir mal, was die Pokalwettbewerbe sagt. Die wir jetzt als nächstes antreten dürfen. Steht noch gar nicht fest. Da steht noch ja nicht fest. So, nächster Gegner, wie gesagt, auswärts Real Sociedad. Das gucken wir kurz das Transferfenster an, das ins Ende. Nö. Wir haben nur mal 66.000, ja, wunderbar. Hat sich ja voll gelohnt. Nein, alles gut. Passiert halt. Ja, Atletico scheint einen Innenverteidiger zu suchen. Chris Smalling als Gerücht. Deswegen haben sie auch versucht, bei uns gerade ein bisschen zu wildern. Kriegen sie aber nicht. Bin ich mal so ein bisschen im Gedankenspiel. Für Kohle habe ich überhaupt auf der Bank. Nur so nebenbei gerade. 11 Millionen. Ja, ich brauche jetzt erstmal keinen. Zugeben erstmal. Da brauche ich gar nicht drüber nachzudenken. Von Levante. Erledigt. Und der nächste Gegner. Ja, also du kriegst jetzt gerade die Koppel hintereinander hergeschmissen. Wir spielen schon wieder die nächste Runde. Von wegen ihr nächster Gegner, Real Sociedad. Wir treffen heute auf den FC Barcelona. Und ob das so wieder so ein wertes Spiel oder wildes Spiel, wie im letzten Mal, beim letzten Mal wird, wo wir dann wirklich knapp 5-4 gewonnen haben. Dazwischen ein 2-4 Rückstand. Ja, das sehen wir dann. Viertelfinale gegen Barça. Wir sehen uns dann wieder. Bis dann. Tschüss.